Wer weiß, wie vielen schwarzen Schallgeist wir noch begegnen. Das wäre nicht so cool. Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht mehr weiter. Hi. Autsch. Was machst du denn da? Sollst mich darüber fahren, ey. Oh Gott, was hat der denn für Augen? Oh, gütiger Himmel. Ich habe mich schon gefragt, was das wohl sein mag. Sieht aus wie ein riesiger Thunfisch. Ich bin kein Thunfisch. Ich bin ein Wal. Und ich habe ein Problem. Es fühlt sich an, als würde jemand in meinem Bauch herumhüpfen. Helft mir. Ich würde sagen, dieser große Thunfisch leidet an Bauchschmerzen. Mario, würdest du dem Fisch wohl mal kurz zur Hand, Flosse gehen? Ich hab doch gesagt, ich bin kein Thunfisch. Ich bin ja nicht mal ein Fisch. Und langsam bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ihr weiter auf mir herumtrampelt. Könnt ihr wohl meinen Bauch untersuchen? Ich bitte euch. Really? Ach, was soll's. Moment. Schon besser. Was bist du? Ha, wer da? Was hast du denn mit der Funzel vor? Was bist du? Ne, komm her. So, dich mache ich fertig. Ey, Freundchen. Suchst du Ärger? Den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon angefressen genug. Mach dich breit für eine Tracht Prügel angefressen. Der ist angefressen. Lol. Machen wir mal den Powerhüpfer. Yay. So, mal schauen. Elektrohieb wird schon reichen. 4, yay. Ich weiß nur nicht, wie viel. Oh. Das ist nicht gut. Ach, mein Sprung ist auch weg. Ach so, weil der da oben hängt. Lustig. Sehr, sehr lustig. Weil ich mir einfach damit eins auswischen. Dann kann ich auch wieder auf ihn springen, oder? Nee, kann ich nicht. Sehr witzig. Ich glaube, es hackt. Tun wir einfach mal das benutzen, oder? Haben wir zwar noch nie benutzt, aber es ist mal an der Zeit, würde ich sagen. Angriffskraft 7. Oh, es trifft ihn. Ah, es trifft ihn doch. Ich wollte schon sagen, es trifft ihn nicht, aber okay. Wir haben ihn besiegt. 16 Sternpunkte. Hat ein ziemlich leichtes Spiel mit ihm. Oh, Mist. Zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann. Dann verschluckt mich dieser große Fisch. Und dann nervt mich der schnauzbärtige Kerl. Schon seit ich klein war, gerate ich ständig vom Regen in die Traufe. Das nenne ich ein verkorkstes Leben. Mario. Ich bin es. Du weißt schon, der Wal. Kannst du mich hören? Die Bauchschmerzen haben aufgehört. Ich fühle mich fantastisch. Oh. Jetzt werden wir wahrscheinlich oben rausgepustet. Yay. Hey, das bist ja du. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Was, du bleiköpfiger Depp? Ich dachte, ich wäre geliefert. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe nur mit offenem Mund geschlafen. Nun, ich werde dir dieses eine Mal noch verzeihen, aber passe in Zukunft besser auf. Ich glaube, ich bin dir was schuldig. Danke nochmal, Herr Schnauzbart. Passt gut auf eu Pille. Passt gut auf euch auf. Warum habe ich denn so Halsschmerzen? Ist ja nicht normal. Oh, ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich erkenntlich zu zeigen.
Ich hab's, ich bin ich der Thunfisch, ich meine, ich der Wal, bin ein sehr guter Schwimmer. Um dir zu danken, bringe ich dich, wohin du willst. Verzeiht, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du eben, wohin du willst? Mario, du alter Thunfisch-Dompteur, begleite mich an die Gestade. Ah, an die Gestade von Lava Lava Island. Das wird eine tolle Reise. Diese Insel muss einfach wunderbar sein. Vertraue meinen Instinkten. Mario, ich glaube, das Sternkind hat gesagt, dass einer der Sterne, auf Lava Lava Island festgehalten wird. Wir sollten dorthin gehen. Großer Wal, nimm uns mit. Juhu! Wie, Lava Lava Island? Naja, natürlich weiß ich, wo das liegt, aber dort gibt es einen großen Vulkan und der steht kurz vor dem Ausbruch. Sehr gefährlich und so. Möchtet ihr trotzdem hin? Nun, okay, wie ihr wollt. Sagt mir, wann ihr bereit seid. Ja. Möchtest du nach Lava Lava Island reisen? Ja, bitte. Bevor ich dir wieder auf den Kopf springen muss. Es ist doch aber auch sicher, oder? Mach mal ein bisschen Platz. Okay. Auf nach Lava Lava Island. Die See ruft uns. Yay. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem Thunfisch reiten. Mario, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie seltsam das Leben sein kann? Ich schon. WTF? Okay. Ja, das Leben ist seltsam. Muss man das jetzt verstehen? Ich glaube nicht. Wow, was eine fette Möwe. Was hält denn die bitte am Himmel? Obwohl der Reflexion nach zu urteilen, fliegt die sehr tief. Boah, ist sie fett. Kapitel 5. Aloha auf Lava Lava Island. Ja, super. Ich freue mich schon. Wie ein Keks freue ich mich. Das nenne ich mal ein anderes Ambiente als sonst. Die Spielzeugkiste war ja sehr Kontrast zum Rest, aber das ist ja wirklich hier der Hammer. Wenn ihr wollt, dass ich euch nach Toadtown zurückbringe, dann fragt mich einfach. Jupp. Ah, nun, endlich geschafft. Das ist also Lava Lava Island. Umwerfend. Meine Güte. Sieh doch, Mario, dort am Horizont, der Gipfel des Lava Lava Bergs. Triumphal, wir müssen los. Beeilung. Ja, komm immer mit der Ruhe. Oh, da hinten liegt was. Ist fast wie Ostereier suchen. Stoppuhr, paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Ja, ich weiß, vielleicht nicht die beste Idee, aber. Tja, manchmal muss man Abstriche machen, ne? Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wusste nicht mehr, dass es da lang geht. Okay. Hallo? Ah. Hui. Ah. Okay. Einer von denen ist doch hier bestimmt so eine. Nee, ist es nicht okay. Ihr wisst schon, das mit dem Samen und so. Was ist hier? Okay. Ich bin verwirrt. Egal. Gehen wir weiter. Ah, Hilfe! Hilfe! Oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, das Wasser sieht aber geil aus. Oh Gott, ein gelber Fuzzy. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Nicht jetzt. Ich kümmere mich erstmal um die wirklich wichtigen Dinge. Jetzt können wir mal drüber reden. Ach, sind doch noch gleich zwei.
Komm mal her, Gumbario. Scann du die mal. Das ist ein Tropenfasi. Tropenfasis sind anderen Fasis sehr ähnlich, aber sie leben im Dschungel, daher der Name. KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie klammern sich an dich, saugen dir die KP aus und laden sich damit selbst wieder auf. Wie gemein. Sie lassen sich so lange nicht los, bis du sie mit Hilfe des Action-Kommandos wieder abschüttelst. Manchmal teilen sie auch... Was? Teilen sie sich auch. Lass sie uns besiegen, bevor sie die Chance dazu bekommen. Bevor sie die Chance dazu bekommen, ah. Geh weg. Oh Mann, Hilfe. Ich kann dagegen nichts tun. Nee, Moment. Ganz normaler Sprung auf den. So. Ohne Kopfnuss auf den. Jawohl. Das dürfte reichen. Nur zwei, okay. Aber dass er mir einmal was abzieht, kann ich nicht verhindern. Leider. Oh Mann. So. Ah, hopp. Und die geben echt wenig XP. Dafür, dass sie so nervig sind. Oh, du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Freund. Nun. Jetzt aber genug, wir sollten uns zusammenreißen und weitermachen, ja? Ja, lauf dann mal wieder vor, ne? Da fallen überall Kokosnüsse runter. Okay. Gut, der Ludger ist einfach mal eiskalt vorgelaufen. Yoshi! Hi, hallo, hola! Das hier ist Yoshis Siedlung. Der Lava-Lava-Berg? Dieser Vulkan befindet sich östlich unseres Dorfes, aber man kann ihn unmöglich erreichen. Außerdem hat er Häuptling gesagt, dass es besser wäre, sich vom Berg fernzuhalten. Es sieht so aus, als würde er jeden Moment ausbrechen. Yoshi! Ah, Yoshi, ich bin glücklich, wir haben Yoshis. Was haben wir hier? Weiß keiner so genau. Okay. Oh, Yoshi. Oh, Yoshi. Dicker Yoshi. Ui, Yoshis. Ich mag Yoshis. Oh mein Yoshis. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott, was ist das denn? Ein Krähennest, oder wie? Ah, verstehe. Da ist ein Itemladen. Da versteckt sich ein Toad. Hier ist ein Speicherblock. Ach, das soll ein Toadhaus sein. Aha, aha, aha. Ich verstehe. Ah, Hilfe! Ach, er schon wieder. Hat er sich schon wieder Freunde gemacht, ne? Wie immer. Ich guck erstmal hier so rein. So. Haben wir mit dem Hammer draufgehauen. Mein Anti-Stachel-Ding habe ich, glaube ich, nicht mehr drin, oder? Ich will jetzt eigentlich gar nicht drauf ankommen lassen. Ein Speergei. Okay, das ist ein Speergei. Speergeis sind Verwandte der Schreigeis. Sie leben im Dschungel. KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wenn der Speer in deine Richtung zeigt und du mit dem Hammer angreifst, wirst du verletzt. Du sollst also auch nicht auf sie springen, während der Speer nach oben zeigt. Pass genau auf die Ausrichtung der Speere auf, bevor du angreifst. Ach ja, manchmal rufen sie auch Verstärkung. Haben sie erst die Speere geschleudert, werden sie zu normalen Schreigeis. Ah ja... doof. Ich kann nicht wirklich was tun. Außer die Kokosnuss auf ihn werfen.
Oh Gott, shit. Lass es. Ey, piekst mich nicht. So. Dann mit der Kopfnuss. Oh Mann. Was macht er denn jetzt? Aua. Schmerzen. Oh, das wollte keiner, dass du jetzt deinen Rock ausziehst, Junge. Machen wir mal eine Kopfnuss da drauf. Und dann kommen wir mit dem Hammer auf den anderen. So rum ist nämlich viel praktischer. So. Aua. Nein, hör auf. Ah, okay, jetzt wieder hüpfen. Aber auch nur 2 Sternpunkte pro Gegner. Das stinkt mir ein bisschen. Puh, du hast mich schon wieder gerettet. Du bist unübertrefflich, Mario. Und jetzt fühle ich, dass unser Ziel, der Vulkan, ganz in der Nähe ist. Lass uns weitermachen, solange der Kampfgeist noch in uns brennt. Wenn du meinst. Großer Baum. Da ist man ja fast schon mal versucht, hochzugehen. Ja, sieht irgendwie aus, als könnten wir da nicht so einfach rüber. Ach, Mario. Sieh dir das an. Ja, Hot. Das sieht doch aus wie der Eingang zum Vulkan, alter Junge. Irgendwo in diesem Vulkan sind die Schätze, nach denen ich suche. Ich wusste es. Die Geheimnisse einer alten Zivilisation. Und jetzt finde ich keinen Weg hinein. Das sieht nach einem üblen Problem aus. Aber ich werde nicht aufgeben. Ein guter Forscher hört niemals auf, Informationen zu sammeln. Lass uns ins Dorf zurückgehen und nach Hinweisen suchen. Es muss einen Weg hineingeben. Es muss. Komm, los jetzt. Okay. Dann laufen wir jetzt mal zurück. Ganz wie der Herr es möchte. Ah! Stopp, aufhören! Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Der kommt aber auch von einer Minute. Ah. Dachtest du, ich wäre schon wieder überfallen worden? War nur ein Scherz. Ach, wie lustig. Entdecker müssen auch mal Sinn für Humor beweisen. Aber wie dem auch sei, lass uns weitermachen. Alter, jagt er mir Angst ein hier. So, gehen wir aber jetzt mal ins Toadhaus. Gut, dass es hier sowas auch gibt. Ab ins Bettchen. Ach ja. Dann wird es auch mal für mich wieder Zeit für eine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir gucken, warum die ganzen Yoshis da hinten so in Panik rumschreien und weinen. Naja, kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Bis dann!